Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Ich bin der Baume und den Großteil des Spiels haben wir schon hinter uns gebracht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie viel Prozent wir mittlerweile haben, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wir sind auf jeden Fall schon über 50. Und weiter geht's. Ja, weiter geht's. Wir müssen Riddler-Trophäen sammeln. Da drüben. Das sah so auffällig aus, als ich mit Catwoman hier war. Dass ich das mit Batman glatt nochmal knipsen möchte. Was bist du denn? Bist so einsam? Du bist nichts Besonderes, echt nicht? Ich habe so fest an dich geglaubt, dass du etwas Besonderes bist. Aber du bist nur ein Haufen Müll. Tja, schade. Das ist hart. Was ist denn das? Hä? Welch ein Rätsel bist du denn? Es ist ja die blöde Fledermaus! Ach nein, geht mir nicht auf den Keks. Wer seid denn ihr? Wollt ihr mich etwa hauen? Wieso denn das? Ihr wisst schon, dass euer Boss hier lange nicht mehr unter uns weilt. Ne? Wisst ihr schon, oder? Ist total unvernünftig, was ihr macht. Guck mal, ich mach gar nichts. Hä? Ich bin ganz friedlich. Was habt ihr denn für ein Problem? Ach komm. Dann muss ich halt eben doch ernst machen. Batarang, Batarang, Batarang. Gekontert. Umladung. Geblockt und gehauen. Hauen, 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 hauen. Gibt's einen Special Move für mich? Super, das Bein ausgekugelt, schön. Ist ja nicht so, dass ich mich an dem Leid anderer großartig erfreuen würde, aber der hat's verdient. So, der wollte mich nämlich hauen und ich werde ganz ungern nur gehauen. Komm mal da rein! Was bist du? Hä? Was bist du? Welchen Zweck erfüllst du? Was bist du? Welchen Zweck erfüllst du? Okay, ich bleibe jetzt mal einfach drauf stehen und hacke hier aus der Entfernung das Ding da drüben und hoffe, dass dann die Riddler-Trophäe aufgeht. Ich finde das Hacken so cool gemacht mit den Joysticks. Das ist echt cool. Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, okay, bleibt alles wie so. Hä? Bin mir nicht sicher, ob ich wirklich auf dem Ding stehen bleiben musste, damit es aufgeht, aber es ist jetzt aus. Okay, gut. Wir brauchten quasi drei Sachen. Wir brauchten das Hacker-Tool, das haben wir ja schon von Anfang an. Wir brauchten den Elektroschocker, um das hier aufzukriegen. Und wir brauchten den Distanz-Hack-Upgrade-Scheiß, damit wir das von da drüben aus hacken können. Man kriegt echt viele Rätsel erst ganz zum Ende gelöst, habe ich das Gefühl. Wo ist denn jetzt das Loch, was in die Kanalisation führt? Mit den ganzen Baggern und Schaufeln und den ganzen Stunk nach Abwasserschiss und... Ach, da ist es ja. Ja, genau, das meine ich. Das meine ich. Abwasserschiss, weißt du wie? Und hinab. Bioink! Blums. Schockwelle! Das benutze ich immer nur, wenn gerade keiner da ist. Das ist toll, oder? Ein Glück haben wir es gekauft. So. 13 Gegner. Das ist echt krass. Also mittlerweile habe ich mich an diese Zahl von Gegnern gewöhnt. Aber im ersten Teil von Batman war daran nicht zu denken. Jetzt ist ja hier wieder offen. Wieso ist denn hier jetzt offen? Hier war doch letztens zu. Als ich hier Killer Croc begegnet bin, war das hier noch eine Sackgasse. So kann ich hier irgendwie benutzerdefinierten Wegpunkte... Wieso geht denn das nicht? Komm, da setze ich halt eben hier einen Wegpunkt. So. Wohin? Ach, ich sehe den von hier aus gar nicht. Das ist ja super. Kann ich hier runter? Ja, ich muss hier sogar runter. Plumps. Da wir ja jetzt auf Riddler-Trophäenjagd sind, kann ich gleich mal die Augen offen halten. Hier gibt's nämlich eine für mich. Aber wo? Wo denn nur? Hier unten drunter? Hä? Echt jetzt? Oder über mir drüber? Ich sehe die nicht. Aber was? Ich hopp's mal runter und guck mal in die Richtung. Gibt's eine Möglichkeit reinzuzoomen? Genau vor mir. Genau vor mir muss eine Riddler-Trophäe sein. Ist es schlimm, wenn ich das jetzt nicht kapiere? Entzieht sich meinem Verständnis. Wo sollen die hin? Ich meine, die muss ja hier irgendwo sein. Wir sind ja jetzt hinter den Mauern. Ach nee, sind wir nicht. Ach, die könnte auch oben drüber sein. Ach, die könnte auch richtig oben auf dem richtig echten Leben sein. Na gut, okay. Dann ist die hier vielleicht gar nicht, sondern halt, ja, oben drüber. Gut, dann geht's halt einfach weiter. Ah ja, hier wollte ich hin. Genau hier wollte ich hin. So. Das wird nicht einfach. Dark Knight. Let it rip! Moment, bisschen positionieren, bisschen posen. Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3?
Die Antwort ist 2. 1. Das war echt eine fiese Challenge. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Doch, ist es. Schnapp, schnapp, was schnapp. Was ist Dark Knight? Hast du alle Aspekte meines Rätsels durchschaut? Herausforderung freigeschaltet, natürliche Selektion und übelst viele Riddler-Trophäen gekriegt. Geil! Genau so löst man dieses Rätsel, wie man sieht. Das ist echt, das darf man nicht vergessen, weil wenn man die Freeze-Granate einmal hat, ist es kinderleicht. Aber vorher verzweifelt man. Weil vor allen Dingen, weil dort dieser kleine Schlitz ist. Als ich das erste Mal gesehen hatte, dieser winzig kleine Schlitz, da passt genau ein Batarang durch. Ein ferngesteuerter. Und dann fliegt man hier draußen rum und sucht alles ab. Die Wände, die Decken, irgendwo muss doch dieser Knopf sein. Nee, es gibt keinen Knopf. Nein, den gibt's nicht. Vergiss es. Du bist hier falsch. So, das haben wir markiert. Wo will ich denn jetzt hin? Gibt's hier irgendwas auf dem Weg, was ich noch einsammeln kann? Ja, da vorne rechts, genau rechts von mir sollte etwas sein. Gut. Dann halten wir mal die Augen offen. Und gucken mal hier rein. Ist hier was? Hallo? 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 Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hier ist ja gar nichts. Wieso steht denn da, dass da was ist? Wenn hier gar nichts ist? Meine, bin ich wirklich blöd? Ich dachte immer, ich wäre gar nicht blöd. Genau hier. Können wir die markieren? Das bringt mir leider gar nichts, dass ich die jetzt markiert habe. Weil ich habe hier unten kein Radar. Ist das oberirdisch? Nee. Doch, könnte sein. Kann ich ranzoomen? Das könnte genau am Zaun liegen. Ja, ich glaube, das ist über der Erde. Ach, hier unten hatten wir noch eine, bei Wonder City. Alles klar, da müssen wir jetzt zur U-Bahn. Gut, kein Ding, kommen wir hin. Wo lang? Hallo? Hier lang. Hier lang. Schnell. Schnell, Betsy, schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Riddler hat noch Geiseln. Hat er noch Geiseln? Haben wir jetzt alle befreit eigentlich? Wir müssen noch das Versteck vom Riddler finden. Sind wir jetzt in der U-Bahn-Haltestelle? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir könnten aber natürlich auch erstmal durch Arkham City rennen und wahllos irgendwelche... Wow. Mach erstmal die Tür auf. Machst du jetzt die Tür auf? Wieso willst du die Tür nicht aufmachen? Hier ist ein Störsender? Alter, wieso sind die Joker-Jungs noch so aktiv? Das gibt's ja wohl nicht. Okay, das können wir knicken. Da sehen wir ohne wesentlich mehr. Hab ihn verloren. Ja, genau. Genau wie deine Autoschlüssel. So, du musst dran glauben, mein Freund. Tut mir leid, aber du hast nun mal irgendwelchen Scheiß auf dem Rücken. Ich bin überhaupt nicht hier drüben. Tschüssi. Au, ihr könnt mich überhaupt nicht sehen. Ich bin freaking Ninja Mode. Upsi. Hab ihn verloren. Und weg. Ja. Gut. Die durften mich jetzt nicht mehr sehen. Das wäre ja auch gelacht. So. Er ist verschwunden. Wo zum Teufel ist er hin? Ich möchte... Ja, doch. Ich finde dich. Zwei sind entwaffnet und du... Ich finde dich. Ich finde dich. Guck mal hier. Übelst geil. Was? Sofort weg ihr vom Fenster. Scheiter. Auch leider eine ganze Weile, bis er wieder auflädt. Ist aber nicht schlimm. Hier war doch gerade einer. Okay, das ist der vom Riddler. Hier drüben, ganz sicher. Huch, ich klingel. Wieso klingel ich denn? Ah, muss ich zurückrufen. Sprungangriff! Und zack. Und weg. Und der da drüben wird verhört. Komm schon. Zu mir, ich hab ihn. Ja? Hast du gar nicht. Deine Waffe ist nämlich nutzlos. Und du wirst jetzt ausgequetscht wie eine Zitrone. Wie sehr muss ich dir wehtun? Wo liegt denn mein Handy überhaupt? Ich rede. Daran habe ich nie gezweifelt. Irgendwer ruft mich gerade an, aber ich werde zurückrufen. Keine Sorge. Die Folge geht noch 4 Minuten. Ach, es hat aufgehört. Gut, das macht einen so nervös. Man kommt sich gleich vor wie ein unglaublich schlechter Mensch, weil man dem Telefonat nicht antwortet. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach Aufnahmestopp machen. Und ganz ehrlich, es kann nicht so dringend sein, dass es jetzt 4 Minuten den Unterschied macht. Oder doch? Oder doch? Vielleicht stirbt ja gerade jemand. Das wäre dann allerdings echt gemein von mir.
Gott, jetzt krieg ich Angst. Naja, nee. Ich hatte meinen Mitbewohner angerufen, weil die Waschmaschine kaputt ist, aber er ist nicht rangegangen. Ich schätze mal, er hat jetzt einfach zurückgerufen und jetzt ist es echt nicht so dringend, dass ich sagen muss, die Waschmaschine ist kaputt. Weil er ist gerade eh nicht da. Das, sonst hätte ich ihn ja nicht angerufen, sondern direkt gefragt, nicht wahr? So, haben wir das. Haben wir Dämm. Was? Hier hinten ist noch was? Echt? Das hab ich... Echt? Nee. Nee. Echt? Okay, Planänderung. Wir gehen jetzt hier unten lang. Da lang. Hier fotografieren. Das da mitnehmen. Das hier fotografieren, mitnehmen. Und dann fotografieren. Fotografieren. Scannen. Ja? Okay? Okay. So, wie komme ich da hoch? Achso, mit dem Grapple. Geht klar. Bitte. Wie viele Folge ist das heute? Das ist die erste des Tages. Okay, dann muss ich nachher noch eine zweite aufnehmen. Und dann wird es mal langsam Zeit für einen Aufnahmestopp. Ich glaube ja. Ich glaube, das tut mir gut. Ich habe heute so viel aufgenommen. Ist der Wahnsinn. Ich bin auch gerade dabei, ein bisschen im Voraus zu produzieren. Weil ich habe jetzt gerade den 7.9. Ich habe tatsächlich noch September bei mir. Anfang September. Und wenn ich auf meinen Plan gucke, müsste dieses Video rauskommen am 5.10. Und da bin ich schon gar nicht mehr in Magdeburg. Da bin ich bei meinen Eltern einquartiert, weil ich Schule habe in Leipzig. Berufsschule. Und dafür, in der Zeit möchte ich nicht aufnehmen. Das mache ich lieber hier, bei mir, zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Wo niemand in Unterwäsche in mein Zimmer kommt, um die Blumen zu gießen, weil ich zum Blumengießen zu faul bin, weil ich habe keine Blumen und die würden bei mir nur sterben und weißt du wie? Wie komme ich denn da ran? Ach so! Ah nee, Quatsch, nee. Das kann ich doch nicht hacken, oder? Das krieg ich doch nicht gehackt, da brauche ich doch... Kann ich das hacken? Nee, das kann ich nicht hacken. Da muss ich mit einem... Muss ich mit einem ferngesteuerten Batarang ran? Ja. Dafür brauche ich Strom. Wo gibt's denn hier Strom? Wie komme ich denn da mit einem ferngesteuerten Batarang rein? Ja, jedenfalls bin ich gerade fett am Folgen im Voraus aufnehmen. Aber für heute war es erstmal genug. Vielleicht in der Woche nochmal ein paar. Mal gucken. Ach, ich passe hier durch? Okay. Ah, das reicht nicht. Ich muss den noch aufladen. Wir brauchen dafür Strom. Wo kriege ich denn jetzt Strom her? Wo in dem Po? Warum musst du jetzt ans Hofpark denken? Strom? Hier? Ist mir noch nie aufgefallen. Sonst hätte ich doch sofort auf den Ferngesteuerten gewechselt. Krass. Verstehe ich nicht. Warte mal, lass mal gucken. Hier unten vielleicht? Okay, das werde ich dann erörtern in der nächsten Folge. Jetzt ist hier erstmal Schluss. Das ist ja ein Ding. Wo finde ich denn hier Strom? Ich glaube, ich weiß es. Oh, das ist aber verdammt weit weg. Oh, fuck. Da, wo die kleine Spielwiese war, wo es so unglaublich viele Riddler-Trophäen gab. Was heißt unglaublich viel? Es waren 3 oder 4, aber es war irgendwo... War das nicht irgendwo hier? Ne? Ich muss da hoch. Naja, komm, die Folge ist jetzt rum. Ich kann auch noch in der nächsten Folge zocken. Ich rufe jetzt erstmal zurück, wer auch immer mich da gerade angepunkt hat. Und in der nächsten Folge gehen wir dann diesem merkwürdigen Rätsel auf den Grund. Nee, hier ist es auch nicht. Wo muss ich denn nur hin? Okay, das kann ich mich immer noch in der nächsten Folge fragen. Jetzt ist erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh, weia. Jetzt hab ich meinen Müllberg umgefahren mit meinem... Ja, jeder braucht in seiner Wohnung einen wohlsortierten Müllberg. Ganz recht. Jetzt bin ich aber neugierig, will wissen, wer mich angerufen hat. So, es wird Zeit, diese Folge zu beenden. So, da bin ich wieder. Müllberg schnell aufgeräumt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen grünen Daumen, damit ich weiß, wie vielen Leuten das gefällt und ich weiß, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier mache. Oder? Macht Sinn, ne? Komm, gib mir ruhig den grünen Daumen. Komm. Oh, bitte. Ah, du schaltest doch hoffentlich das nächste Mal wieder ein, oder? Ich bin der Baume. Ich sag auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio! Wo ist denn jetzt mein Telefon hin?